So, schon sind wir in der Garage. Habe ich alles, was ich so außer Boot und Hubschrauber zugreifen kann. Alles, was mir gehört zurzeit. Was das soll, will ich irgendwie. Ich schalte damit zu machen. Außerhalb und der Ton nervt und der nervt. Mama, schon leiser. So, das ist jetzt ein Salztor. Der Preis steht ganz gut bei 2,4 oder 2,5 sogar. 2,4 pro Einheit. Ja, haben wir uns nach Sylvia gespannt. Was weiß ich, wie das heißt. Und fahren jetzt Richtung Salzmine. Dreiviertel Stunde sind wir unterwegs. Komplett. Fahren wir jetzt bis zur Eidebahn-Polizei, dann schießen wir links rüber, da sieht man ja schon Salzsee. Dort sieht man schon die Türme von der Eidebahn-Polizei, die kann man nachts auch gut sehen. Vom Salzsee aus, als Zeichen, wo man am besten rausfährt. So, ab und zu mal auf die Map gucken. Und dann an der Tankstelle hier. Hier wird man schon links. Da kann man einfach rüberschießen. Querfeldein. Und dann direkter Weg zur Mine. Der Kurs Hochstelze wie heute müssten eigentlich viele hier sein. Aber vielleicht treffen wir dann auch noch bei der Verarbeitung oder beim Händler jemanden. Ich habe gar nicht geguckt, vielleicht steht auch noch andere Sachen gut. Ich mache nur vorwiegend Zement. Und heute Salz. So, der Motor geht alleine aus, U ist verschließen und mit Q wird gesammelt. Immer wenn der aufhört, noch dreimal runterbeugen, musst du wieder Q drücken. Sterben möchtest du heute nicht. Sanitäter unterwegs, da kannst du verrotten. Ansonsten immer Sanitäter rufen, wenn es lange dauert. Warten, sonst ist alles, was du hast im Rucksack,
Spitzhacke. Ich weiß gar nicht, was noch. Das GPS ist dann auch weg. GPS aufrufen, wenn das heißt, hier die Karte mit rechter STRG und M. Wenn das voll ist, Z drücken. Quatsch, nicht Z drücken. Z ist das, was du hast im Rucksack. T drücken. 32 mal Salz anklicken und 32 mal lagern. Und dann einfach wieder Q drücken, dann geht das Bild alleine zu. Und mit Q weiter sammeln. Das Q funktioniert eigentlich bei allen Sachen, wo man eine Spitzhacke braucht. Die Äpfel und die Pfirsiche. Drogen. Ich darf gar nicht sagen, dass ich mal Drogen gesammelt habe. Huhu. Macht man mit der Leertaste? Drogen bringen zwar viel Geld, aber so gefährlich. Bist du auch eine Stunde unterwegs, glaube ich, und wenn du Pech hast, steht die Polizei beim Händler und krallt dich weg. So, hier eine direkte Kombination mit Punkt, Doppelpunkt umschalten. T 32 und weiter sammeln mit Q. Derweil kann man auch ein bisschen umgucken, wenn jemand zum Quatschen da ist, quatschen, ein paar Informationen haschen. Aber wie gesagt, heute bloß 25 auf dem Surfer. Da werden in Kavala-Zähne rumhängen. Auf dem Markt. Und die restlichen 15 weiß ich schon, die werden irgendwo rumspringen. Dann wird auf mich lauern, am Salzhändler dann. Um mir mein Geld wegzunehmen. Tempest habe ich auch schon zweimal eingebüßt. Wo ich nie kooperativ war. Ja gut, immer Porsche-Kooperativ. Aber da müssen wir trotzdem weggenommen. Und immer melden. Übers Telefon. Melden. Mit Z aufgerufen. Da gibt es das Telefon und dort kann man SMS schreiben. An die Polizei, meistens mit Officer oder Rekrut oder so gekennzeichnet. Diebstähle immer melden, dafür kriegen die auch ihre Strafe, dass sie, wenn die ungeschoren davon kommen. Möglichst zeitnah melden, mit Angabe des Namens, wo tja, so jetzt war angeblich als Real Play, als reales Spiel dann durchgehen, aber Diebstahl ist Diebstahl, finde ich. Da kann man das ruhig anzeigen und dafür gibt es ja auch Strafen. Also dann genauso real. Gerade Fahrzeugdiebstahl ist ja was Geheimes, Gemeines. So, 32 Lager und Q. Irgendwann, wenn das Inventar dann fast voll wird, nimmt er keine 32 mehr. Das wird dann einzeln. Das machen wir dann gleich. Fahrzeug rausholen vor uns mit der Windows-Taste, ne? Wenn du mal einen Platten hast oder irgendwo dagegen gefahren bist, Auto kaputt ist, wird er meistens mit fehlenden Reifen angezeigt. Auch mit Windows-Taste davor knien. Mit X. Dann Windows-Taste und dann fragt er reparieren. Wenn man eine Reparaturset hat, sollte man immer dabei haben, wenn man mit dem Auto oder anderen Fahrzeugen unterwegs ist. Hilft bei Hubschrauber genauso. Das ist, wenn ein Hubschrauber crasht. Der Wäsche kaputt ist, sollte man dann auch noch Reserveknister haben.
Weil noch im frischen, fetten Crash ist der Tank leer beim Hubschrauber. Also sollte man mindestens ein oder zwei Reservetanks dann haben. Aber darauf verzichten ja meistens viele, weil es ist ja Rucksack und blockiert und schnack, schnack, schnack. Oder wenn du dann mehrere Fahrzeuge hast, mit dem rausgehen aus dem Spiel, neu einloggen an der Garage, anderes Ersatzauto holen, Kanister holen, schnell hinfahren. Irgendwann ist der Hubschrauber sicher auch in der Garage, aber kann auch gemeistert werden. Leer getankt eher, ne? Aber naja. Verschiedene Möglichkeiten. Und eine davon sollte man wählen. Vierhundertacht, das kann sein, dann nimmt schon gar nicht mehr die 32. Wisst ihr, jetzt müssen wir auf die 1 gehen. Und locker, 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 locker. Dann kommt man oben rechts beim Gewicht. Bis 449, dann schließen wir und dann sammeln wir noch ein bisschen. Bis der Rucksack endgültig voll ist, dann steigen wir ein. Und fahren zur Verarbeitung hinter. Die Vorderst dann rausschneiden, dass es nicht ganz so langweilig wird. Also das Hochläuten hat ja auch beim letzten. Das konnte was hatte ich beim letzten eine halbe Stunde. Da hatte der gesagt 22 Stunden. Das ist ja HD, also so pro Minute 1 Gigabyte. So, jetzt sind wir fertig. Jetzt U, Fahrzeug entriegeln, mit Leertaste einsteigen. Wenn man Angst hat, mit U wieder verriegeln. So, jetzt ungefähr die Richtung suchen. Dort im Hintergrund würde ich sagen, ist Polizeistützpunkt. Mit M nochmal gucken, wo er hinfährt. Ja, halt ungefähr hin. Und dann Shift und nach vorne fahren, damit er die maximale Geschwindigkeit erreicht. Shift tut nochmal 5 km/h oder 10 km/h. Schaltet den Turbo ein. Hier kommen Bäume, da fahren wir ein bisschen rechts. Wo nicht so viele Bäume sind, und da kommen wir dann richtig mit Effet raus. Kommt ab und zu mal so ein Weidezaun, meistens sieht man die gar nicht. Da hört man es dann bloß krachen. Aber der Tempest, der macht schon ziemlich viel nieder. Und wenn man jetzt so schnell reinfährt, macht er auch große Zäune nieder. Steinhaufen hier sollte man auf jeden Fall meiden. Manchmal kommt er drüber. Aber wenn es so hier so ein einsamer Findling ist, da kann es passieren, dass du bald stecken. Und wenn du zu langsam bist, fährt er hoch und bleibt in der Luft hängen. Habe ich schon mal gehabt. Am Steinbruch musste ich dann einen zweiten LKW holen. Zurückgelaufen, LKW geholt. Und Tempest runtergeschoben. Vom Stein. So, und jetzt zurück nach Sofia, durch Sofia durch. Dann ist dort hinten die Salzverarbeitung und in der Nähe ist auch gleich der Hangar, wo ich mal meinen Hubschrauber mal hole, wenn ich mal fliege. Hubschrauber mache ich meistens bloß mal so als Spaß. Weil da habe ich schon zwei versägt. War jedes Mal eine Million. Und da muss ich noch ein bisschen üben. Bevor ich das dann zum Abbauen nutze. Lenken kann man hier
Mit den Pfeiltasten ganz gut. Vorwärts ist vorwärts. Rückwärts ist bremsen und dann links und rechts. Wie gesagt, immer Shift drücken. Da kommt er hier auf 92. Können mal runtergehen. 87, 86, 84, 82, 81, 79. Fährt er ganz schön langsam ohne Turbo. Ja, 79. Das bringt schon der Turbo was. Gerade an der Kurve hier, die ist zwar haarscharf, enge wie so. Aber wenn du hier zu langsam reinfährst, kommst du oben fast zum Stehen am Ende des Bergs. Du siehst schon bei 50, 40, 40 am Ende an. Weil der sich zieht, ewig. Je schärfer du einlenkst, umso mehr an der Irrgeschwindigkeit weg. Hier sind wir zu scharf gewesen. 47, 46, 45. Ah! Jetzt haben wir es geschafft. Das Licht wird beim Auto, beim Quad, beim Tempest immer mit L eingeschaltet. Und meine Fernglas hat mit B aufrufen. Mit der rechten Maustaste benutzen dann. So, jetzt kommt eine fette scharfe Linkskurve an der Kirche. Dort nicht zu schnell reinfahren, sonst wird ziemlich unübersichtlich. Man kann ja auch ihnen begegnen. Wäre dann Pech für einen von beiden. Oder für beide. Jo. Kann ja locker abkürzen, aber es kostet immer Geschwindigkeit. Oh, jetzt kommt jemand mit dem Hubschrauber. Dann wird ein Dieb. Oder auch einer, der verarbeitet. Oder ich glaube, die Drogen sind auch dort hinten. Oh, mal gucken. So, hier, so nah wie möglich am Schild stehen bleiben, wenn es nicht gerade knacke voll ist. Aussteigen, die Ufer riegeln und dann vor Schild stellen. Manchmal geht es überhaupt nicht. Immer auf die Leertaste drücken und dann verarbeitet er. Dann schon rüberdrehen zum Auto. T drücken. Hier unten gebe ich eine 5 ein. Für später dann. Und hier auch eine 5. Und dann warten, bis mein Fahrer zu Ende ist. Weil es alles eine Zeit war, ist es sinnlos rumstehen und warten, bis der fertig ist. Und zum Schluss austauschen. Vom Inventar in den Kofferraum. Kofferraum ins Inventar. So, dann immer nehmen. Verarbeitet, lagern. Bis man bei 32 ist. Wenn du es einzeln machst, kommst du auf die 32. Ansonsten bleibt du woanders stehen. Und dann hier immer. Manchmal dauert das bis dann. Ich weiß nicht, an was das liegt. Bis es einen Geheimtrick gibt. Manchmal geht es überhaupt nicht. Das Verarbeiten. Ja, kannst du hämmern, wie du willst.
Manchmal ist es verhext. So, werden da verarbeitet. Man darf maximal 10 Meter weg sein vom Schild. Wo die 10 Meter sind, die kann man zwar nicht ausmessen, aber wie gesagt, dann sind Auto schon drin. Salz 5. Und hier drüben. Es geht dann gleich ins Verarbeitete drüber. Kann man ohne 5 eingeben. Immer anfangen mit Kofferraum. Weil hier wird es weniger hier drüben. Dann immer was rüberschieben und dann zurückschieben, so wie jetzt. Bumm. Bumm. 30. Schließen. Umdrehen. Jetzt ging es ruckzuck. Stehe ich vielleicht gerade günstig. Dann aufs T gehen. Salz. Man kann das ja einzeln machen mit der E, das dauert wie gesagt länger. Und es nervt. Ob du 1 verarbeitest oder 32 verarbeitest, ist immer dieselbe Zeit. Das ist beim Sammeln genauso. Der 2 sammelt oder 5 sammelt, immer dasselbe Rumgebeuge. Oh, das ist ein günstiger Standpunkt. Kann man beides bedienen, das Auto und. Ja, und wenn dann alles fertig ist, hüpfen wir wieder rein. Und dann fahren wir zum Händler und hoffen, dass dort keine Räuber sind. Und wenn wir beim Händler alles verkauft haben, auf schnellsten Weg zur Bank, weil nur dort ist das Geld sicher. Überall könnte das gemalt sein. Siehst du ja manchmal hier irgendwo. Wo jetzt Inventar ist voll steht, da steht manchmal der mit dem Spieler wurde 600.000 Dollar gemaust. Kurz danach, der mit dem Spieler wurde die Niere herausgeschnitten. Also solche Sprüche. Also immer Geld so schnell wie möglich auf die Bank schaffen. Und dann neu beginnen, Fahrzeug wechseln oder was anderes machen. Aber Geld nie hier am Mann behalten. Kann nur beim Sofaabsturz passieren. Fahrzeuge werden zwar in der Garage wiedergefunden, dann aber das Geld ist weg. Und hier in dem Spiel geht es ja genauso wie im echten Leben. Und das falsche Taste. Dann immer anwählen, was du nehmen willst, ne? Sonst passiert nichts. So, jetzt müssen wir nochmal lagern. Und dann haben wir die restlichen zwei. Zack, zack. Und während das letzte einlädt, alte entriegeln. Und noch nicht losfahren. Man kann während der Fahrt das Auto verriegeln. Oder man lässt es öffnen. Während der Fahrt passiert das sowieso meistens nicht. Also die 10 Meter nicht verlassen, sonst bricht er ab, Junge. Und es geht los. Oh, hier ist schon einer dagegen gerammelt, gegen die Mauer. Bestimmt der Tempest. Und dann walzen die drüber. So, jetzt zurück nach Sylvia, dann an der Autobahnpolizei vorbei. Das ist immer eine Straße, immer geradeaus. Toll, sinnlos. Aber muss man nicht machen.
So, so schnell wie möglich wieder auf befestigte Straßen, umso schneller fährt's Auto auch. Achtung, Kurve, hier geht's rechts rum. Da kommt schon jemand. Kann man Hupen begrüßen mit der linken Maustaste? Kann man. Keiner macht's. Ich mach's meistens, wenn ich nicht gerade in der Kurve unterwegs bin. Ja, die fahren meistens zu zweit, sind sie auf der sicheren Seite. Dann haben sie auch immer alle dicke, lange Waffen. Die Autos kosten natürlich noch ein bisschen mehr. So, einen hab ich auch. Da kosten die ganz so viel wie ein Tempest. Aber wie gesagt, je teurer die werden, umso mehr kann man laden. Und das, der Tempest hier ist, ich denke mal, so gutes Mittelding, kostet 1 Million, kann die 550 laden, hat gut PS, aber das muss jeder für sich entscheiden, vom Geldbeutel her und was er bereit ist im Notfall einzubüßen, wenn jemand das Auto mal ist. Gibt da jetzt neuerdings auf der Rebelleninsel die Dietriche zu kaufen. Ist vorbei. Oh, er hat einen Unfall gehabt, war zu schnell in die Kurve. Aha. Das ist das, was ich vorhin sagte. Müsste eigentlich viel öfter die fahren sich hier ein Reparaturset holen. Das gibt es aber eigentlich bloß an der Tankstelle. Da waren die wahrscheinlich zu viert unterwegs. Oh, wenn du weit genug weg bist von der Tankstelle, musst du das alles laufen oder du hast einen Kumpel, der dich abholt und fährt. Deswegen, man sollte immer ein Reparaturset haben. Kostet 250 Dollar. Ich habe meistens drei. Das ist eines der wichtigsten Sachen. Immer aufs Essen und Trinken achten. Spätestens bei 30 sollte man dann essen und trinken. Gesundheit ist nicht so relativ. Also beim fetten Unfall geht die mal runter auf 90, 80, 70 oder. So, Tastenbelegung. Y ist. Also, wenn es jetzt nicht stimmt, müsst ihr mich dann korrigieren, wenn ihr es probiert habt. Y ist hinlegen. X ist in Kauern. E ist. Was war denn E? Hinsetzen. Das Rautezeichen ist salutieren. Shift 1, 2, 3 ist Kickboxen, Liegestütze, weiß gar nicht, was macht denn da noch? Rumpfbeuge oder irgend so ein Faxen. Kann man da irgendwie abbrechen, glaube ich, aber weiß ich jetzt nicht wie.
Also wenn man das immer gedrückt hat, macht das seine 30 Sekunden Kickboxen oder 30 Sekunden Liegestützen. Ja. Also so eine Serie, wie ich ja mache, hätte ich mir eigentlich am Anfang gewünscht. Vielleicht gibt es die auch und ich habe die nie gefunden. Also bei dem Stand jetzt heute bei 2,4 oder was es gibt, bringen die Ford ungefähr eine halbe Million. Mit den größeren Autos, die uns entgegenkommen, sicher noch mehr, weil die größere Ladekapazität haben. Aber wie gesagt, mit dem hier, mit dem Tempest. Ach, das waren Hemmets, die uns entgegenkommen. Der Tempest, ja, ist ein gutes Mittelding. Jetzt kommt eine Stadt mit einer ziemlich gemeinen Kurve. Hier ist auch ein Geldautomat dann. Gibt ja einen schon auf der Map. Früher bin ich immer hier durch den Ort gefahren. Aber hier fährt es sich besser. Da wollte ich mir eigentlich schon mein Haus kaufen, aber wir sind alle verkauft auf der schönen Straße. Das ist ein bisschen ein Manko, man muss immer suchen und gucken und aussteigen und welches Haus noch frei ist, gucken, was es kostet. 4 Millionen, nein, 4 Millionen, nicht 6 Millionen, 10 Millionen. Soll es wohl welche für 2 oder 4 Millionen geben? Oh, die habe ich schon nicht gefunden. Gibt es sicher wenige. Haben vielleicht auch nicht so gerne genommen, weil die bloß eine Lagerkiste unterstützen. Das, was ich habe, das ist für 6 Millionen. Das unterstützt zwei Lagerkisten. Wobei eine auch wieder 500.000 kostet. Aha, da sieht man schon mal alles blau eingezeichnet. So, das ist hier die Steinverarbeitung. Ja, wie gesagt, macht zwar heute Lärm, aber passiert nicht, wenn man mal so einen Poller wegruppt. Hier ist die Steinverarbeitung. Hier haben sie mich auch schon mal. Ah ne, der hat mich bloß besucht, der hat mich nicht. Nicht überfallen. Ja, hier ist noch eine Stadt. Meistens an den Kirchen sind die Abbiegungen. Das sieht man schon von Weitem. Ja. Ach, ich schneide das nie raus. Das wird eine Dreiviertelstunde. Und wer es nicht komplett sehen will, da kann er vorspulen. Und ansonsten wisst ihr mal, wie eintönig das ist. Mit dem Hubschrauber ist man zwar schneller, aber die haben, glaube ich, nicht so eine hohe Ladekapazität. Aber es ist natürlich wesentlich angenehmer, hoch mit 300 km/h hier hinfliegen oder zur Verarbeitung statt mit 90. Aber wie gesagt, wenn ich das in Angriff nehme, muss ich noch ein bisschen üben. Nicht, dass ich meinen 4 Millionen Dollar Hubschrauber versäge. So, und hier stehen dann die Diebe meistens. Also stehen tun sie ja nicht.
Die verstecken sich dann irgendwo, rufen dann Überfall, Überfall, aussteigen, böse. So, was machen wir jetzt? Aussteigen, verriegeln, verkaufen. Und mal sehen, wenn einer brüllt oder ob ich Glück habe. So, mit Tee, Tomate drehen. Ich glaube, 49 kann man rüberholen. Schließen, Händler, 49, verkaufen, Tee, mehr als 49 nimmt er nicht. Also nochmal Leertaste, ne? Drücken, zum Aufrufen des Dialogs hier, das ist mit Tee. 49 Salz, verarbeitet, schließen, hindrehen, Leertaste. 49 muss anklicken, ne? Sonst ist ja die Wasser verkaufen soll. T, wenn du besser 35 hast. Schwer zu sehen, für mich zumindest. Vielleicht bin ich manchmal, denke ich, 36. 35. Kaufen, entriegeln, einsteigen und ich freue mich hier oben raus. Brauche ich eine Rückwärtsrangieren? Manche bringen das perfekt, das Rückwärtsrangieren. Aber ich fahre lieber im Kreis. Wenn man weiß, was man vorher hatte, ich hatte Level 2,2 und jetzt habe ich 2,7, habe ich jetzt 500.000 in Bar mit. Nie ungefährlich, falls jetzt irgendein Räuber steht, aber beim Fahren ist es relativ ungewöhnlich. Da kann man es nur durch einen Unfall und durch Tod jetzt noch verlieren. Ja gut, oder beim Überfall unterwegs, aber das habe ich noch nie erlebt. So, jetzt müssen wir das Böse noch schnell zur Bank bringen. Und dann kann ich schon die Runde beenden. Ja, und das Geld zur Bank bringen, das muss ich ja eigentlich nicht zeigen. Dann mache ich jetzt erstmal Schluss hier.